Der Technical Doctor ist wieder auf Sendung. Hallo und ich grüße dich zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Heute soll es auch mal um Windows 11 gehen, wie du dir einen USB-Stick erstellst, von diesem du booten kannst, um Windows 11 zu installieren. Wie gehst du dabei vor? Du gehst auf die Seite von Microsoft, werde ich unten in der Beschreibung verlinken. Dann überprüfst du zur Sicherheit nochmal, ob es sich auch wirklich um diese Microsoft-Seite handelt. Ja, das kannst du ja in dem Zertifikat feststellen. Dann gehen wir hier unten auf Erstellen von Installationsmedium für Windows 11. Das laden wir herunter. Das habe ich aber schon mal im Vorfeld gemacht. Dann rufe ich das hier gerade mal auf. Das ist das Media Creation Toolkit. Vielleicht kennst du es auch von Windows 10. Da machen wir jetzt einen Doppelklick. Beantworten die Frage mit Ja. Jetzt dauert es einen Augenblick. Du solltest auf jeden Fall einen USB-Stick haben, der mindestens 8 GB freien Speicherplatz hat. Du sollst natürlich auch überprüfen, dass der leer ist oder du hast alles, was drauf ist, löschen kannst. Jetzt müssen wir die Nutzerbedingungen akzeptieren. Das machen wir. Das Ganze dauert immer ein wenig. Deswegen muss man auch ein bisschen Geduld mitbringen beim Stick erstellen. Jetzt Sprache und Edition auswählen. Per Default ist immer angehakt, empfohlen, Optionen für diesen PC verwenden. Ich mache das persönlich nicht so gerne. Ich will da immer die Hand drauf haben. Wie gesagt, hier kannst du die Sprache auswählen. Hier Windows 11. Bei Windows 10 gab es noch verschiedene Versionen. Ich weiß, dass es das, glaube ich, auch mal gab. Vor 2 Wochen, als ich das runtergeladen habe. Jetzt gibt es wohl nur noch die Edition 11. Egal, wir sagen hier einfach wieder weiter. Jetzt wirst du gefragt, ob du einen USB-Speicherstick erstellen willst. Wie gesagt, 8 GB müssen es mindestens sein. Oder ob du ein ISO-Image runterladen möchtest. Wenn du zum Beispiel sagst, gut, ich möchte meine virtuelle Umgebung testen oder ich möchte mir meine eigene DVD brennen. Das sagen wir hier weiter. Und jetzt kommt die Frage, wo ist dein USB-Speicherstick? Das ist bei mir eine externe Platte. Hier, das ist dieser Stick. Dann sage ich weiter. Und jetzt ist die Vorbereitung da. Es dauert einen Augenblick. Und jetzt fängt er an, Windows 11 runterzuladen. Und ich würde einfach sagen, ich komme wieder, wenn dieser ganze Prozess durchgelaufen ist. Da bin ich wieder. Und ja, das Ganze kann schon eine Viertelstunde bis knapp 20 Minuten dauern, je nachdem, wie gut der USB-Stick noch ist oder ja, wie der Internetverbindung ist und so weiter. Also wie gesagt, so mit einer Viertelstunde, 20 Minuten musst du schon rechnen. Wie du siehst, steht hier, der USB-Speicherstick ist bereit. Ich sage fertigstellen. Jetzt überprüft das nochmal kurz, abgeschlossen und damit ist der USB-Speicherstick fertig. Jetzt kannst du ganz normal von USB booten mit diesem Stick und kannst dann Windows 11 installieren. Ich hoffe, dieses Tutorial hat dir wieder gefallen. Lass einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich freuen. Und einen Kommentar kannst du auch hinterlassen, wenn du möchtest. Bis dahin sage ich tschö mit ö und bis zum nächsten Tutorial.